Stellenauswahl? Sein Penis, was? Find heraus, was nicht zusammenpasst. Hä? Inwiefern? Oh, ich kann die Kamera bewegen. Woo! Das Blut? Inwiefern, was nicht zusammenpasst? Die Klinge ist es nicht. Whee! Du meinst, weil es ein mysteriöses Phantom ist, dass sie bluten? Das ist gemeint vielleicht? Verdächtig! Random-ass Game. So, aus dem Nichts. Übrigens, such jetzt eine Stelle aus. Okay. Wir kommen langsam dahin, Leute. Er hat's bald. Da oben rattert's im Gehirn. Adoi. Bing, bing. 100 Punkte. Um fair zu sein, das stimmt. Ich hab's irgendwie schon gesagt. Keine Ahnung wann. Aber ist ja wurscht. Na, großartig. Das bin hoffentlich ich. Also, was soll ich tun? Ja. Wie kam Makoto in das geheime Shinigamis Koalizenz Amaterasu-Gerät? Koalizenz? Habe ich es kaputt gemacht? Sind wir jetzt tot? Oh, das war das Richtige? Oder nicht? Das stimmt? War das? Ja? Ich bin mir nicht sicher. Okay, gut. Ja. Mein Shinigamis Kräfte und Koalizenz, naja. Ist irgendwie das. Deswegen hat er die Hand ausgestreckt gehabt. Wo wir ihm über das dämliche Rohr helfen mussten. Und ich war so ernsthaft, Mann. Du kannst es nicht allein. Vielleicht hat er sich irgendwas von uns geholt. Wer hat Koalizenz verwendet? Na, er, oder? Yuma Shinigami Makoto. War das richtig? Okay. So ein kleiner Scheißkerl, Alter. Ich mag es nicht, wenn wir ausgenutzt werden. Aber... Es heißt, er kann... Wenn der Pakt mit Shinigami vorbei ist, kannst du immer noch so Koalizenz anwenden. Aber du kannst nicht mehr in das geheime Labyrinth... Ist das? Das? Stimmt das so? Ja, der kleine Wichser, Alter. Der hat bestimmt einen ganz kleinen. Sondern... Wieso kann ich das dann? Number one.
Haha, wieso kann ich das dann? Ja, that's the thing. Shinigami? Shinigami? Was? Sie darf sowieso nichts sagen wegen dem Pakt, ne? Ja. Oh Gott! Oh. Oh nein. Ich bist du sein Sohn? Bist du Nummer 1? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ha! Todesgott? Da war wirklich Todesgott zur Auswahl. Also kommt dahinter mein Gesicht zum Vorschein? I love this. Oh mein Gott. Yo! That's crazy. Was? Was? Wir sind die Nummer 1 von... Aber wie, was war denn das für eine Erinnerung, wo wir jemanden mit dem Buch gesehen haben und jemand Yuma gesagt hat und... Ich will nicht sagen, aber du schaust scheiße aus, Mann. Ich bin hübscher. Aber wie cool! Der Number One hat die Fähigkeit, alle anderen Fähigkeiten zu benutzen. Das ist verrückt. Wir müssen ja urgeil gewesen sein. So urgute Detektiv. Yo, das ist ja urkrass. Natürlich gibt es über dich nichts, du bist die Nummer 1. Außerdem wahrscheinlich eben. Hast du dir das als Number One ausgedacht, dass du dich halt einschleusen kannst, aber nicht, dass. Naja. Dass du entdeckt wirst und sowas. Yuma Kokohet という名の探偵見習いは。そして彼がアマテラス急行に招集されていたのも事実のようだ。だったら。入れ替わったんだよ。君が。そのユーマという人物。え、ist doch nicht tot, oder? 入れ替わった。その彼もそのまま金井区に来たようだがな。Was? 君も何度か彼とは会っているんじゃないのか。Mein Name ist nicht mal Yuma? Na, wozu habe ich mir den dann auswendig gemerkt? Wo ist der echte dann? Ha! Ha, wir haben ihn schon getroffen. Was? Wer hat seine Identität als Yuma Kokohet aufgegeben? Alter! Woher soll ich denn das wissen?
Er. Sie. Er. Oh! Er! Weil er uns ja gekannt hat, oder? Was sind denn das für Auswahlmöglichkeiten? Das ist der Typ, heißt eigentlich Yuma Cocohead? Wer sind denn wir? Also ich weiß Number One, aber... Ja, um ehrlich zu sein, Cocohead passt besser zu dem Typen als zu mir. Wenn ich ihm den Kopf abschlage, okay. Stirbt er dann, der Makoto? ナニシロ死神と契約すれば記憶を失ってしまう。ああ。ナンバーワンの肩書きのまま乗り込むのは危険すぎる。いや、then what's naturally? Ich mag dir dein dämliches Grinsen aus dem Gesicht wischen. Kann ich ihn umbringen? Ich mag ihn nicht. Ah, ja, genau. Okay, dann hat sich das auch gelöst. Hat er nicht irgendein Essen angefangen zuzubereiten? Dass irgendwie auch diesen Homunkuli geschmeckt hat oder so? Das Kochen! Oh ja! Deswegen können wir nicht kochen, weil es nicht unser Profil ist! Oh! Was, und ich laber da ganz groß noch so... Ja, verliert jemand wirklich die Fähigkeit zu kochen, nur weil er die Amnesie hat? Da. Natürlich kann er nicht kochen, wenn es nicht er ist. Das Ding ist, in den Tipps steht, dass der Makoto selber nicht kochen kann und er oft in Restaurants essen geht. Und weil Makoto unser Homunculus ist, naja, macht Sinn, ne? Naja, natürlich, du kennst ja dein Gesicht. Wenn ich dich so gesehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch... Wow. Sei mal nicht so angefressen. Wir stehen so schön oben auf den Felsen. Der Wind schwebt uns durch die Haare. Neben uns ist ein Römer. Keine Ahnung. Jetzt kommt's. Na, wenn's dich glücklich macht, bitchen. Aber... Ey, Mann, das ist ja... Der Typ. Jetzt wird's aber ein bisschen ungerecht. Oh ja, das macht es so viel besser. Das ist sicher leichter. Was immer deinem inneren Frieden hilft, mein Guter. Konsen. 犯罪
What the fuck are you talking about? Original no Kimi ga inakunatta. Ha! Was? Was redest du denn? Was redest du? Oh. Smart. Oh mein Gott. Da merkst du aber, weil wir sind ja die gleiche Person, nicht wahr? Du merkst, wie jemand sich verändern kann aufgrund der Umstände, aufgrund der, aufgrund dessen, worin er lebt und sowas, ne, was um ihn herum ist. Weil dieser Typ, wir, unser Homunculus, hat diesen Plan und alles gehabt und bla bla bla, weil er selber herausgefunden hat, dass er ein Homunculus ist und sowas. Oder keine Ahnung, es gewusst hat. Und das, aber stattdessen, dass er so ist wie wir, die für die Gerechtigkeit und so weiter und so fort, hat er kein Gewissen und bringt die Leute um und tut dies nur für sich selbst. Während wir ein ein aufopfernder Mensch sind. Ich sag's nochmal, Mann, das ist krank. Darf ich ihn umbringen? Ich mag ihn wirklich nicht. Oh, ja, naja, du kannst alles so drehen, wie es dir passt. Also, es sind keine Menschen. Ja, darüber können wir streiten. Das ist ein moralisches Dilemma. Und wir können da keine friedliche Lösung finden? Naja, wahrscheinlich nicht, weil die WDO so ist. Wir können unmöglich weiterhin die Menschen da sterben lassen, nur damit sie zu Fleisch verarbeitet werden. Mein guter Junge, wir waren jetzt die ganze Zeit mit dir unterwegs. Wenn du jetzt aufgibst, dann kriegst du eine Nackenwatsche. Wehe! Daran solltest du nicht mal einen Gedanken verschwenden. Shinigami, verpass ihm eine. Ich werde mich doch nicht opfern für so eine verfluchte Stadt, für so einen Arsch wie du. Ich bin nicht gefährlich. Ach, jetzt holt uns das schon wieder ein. Du meinst, dein Opfer wäre auch, damit die anderen glücklich sind? Ich krieg gleich Kopfschmerzen. Wie lange glaubt ihr, geht dieser tragische, selbstaufopfernde Dialog von ihm? Unser Messias. Berührend! Abgelehnt! So, da,
Das ist die Nummer 1 der WDO. Und die heult gerade. Weil sie... Dude, ich weiß... Na und? Die gibt es nicht. Die Kurumi, die du kennengelernt hast, existiert nicht. Was ist mit all den Menschen, die durch diese Homunkuli gestorben sind, die ihre Plätze eingenommen haben? Was ist mit deren Gerechtigkeit, ha? Diese Menschen hätten es auch verdient zu leben, aber sie... どうするのがみんなのためになるかを考えたら、そんなの僕が犠牲になった方がいいに決まってる。ああ、それが正しい。ああ、シナウツェ。探偵としてではなく、人としてね。そうすれば。 Ich war noch nie ein Menschenfreund. Glaubst du jetzt ernsthaft, dass ich sage, okay? Ah! Shinigami, mach was! Ich habe mir die Mann... Die... Ich habe mir die Hand vor den Mund geschlagen. Ich bin so geschockt. Ich werde dich einfach mal weiterhin Yuma nennen, okay? Aber Yuma, was zum Teufel stimmt denn nicht mit dir? Mann, stimmt ja das Kind. Das wird auch sterben. Also, ich weiß nicht, ob sie sterben werden, aber... Ich bin angefressen, dass die anderen alle tot sind. Brah, das erlaube ich nicht. Ach komm, Mann! Mach mir das bitte nicht extra schwer. Kann ich mich bewegen? Nein. Oh, ich kann mich umschauen. Da kommt irgendwas, oder? Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nur die Kamera drehen. Was ist das denn für ein Griff? Entweder hat sie uns den Rücken eingerenkt oder unser Genick gebrochen. Bauschig. Ja, sie ist immer bauschig. ご主人様が覚えてなくても、俺様ちゃんは覚えているの。ご主人様が俺様ちゃんを必要としたんだもん。俺様ちゃんは忘れてないよ。あの時のご主人様のあの言葉を。 Ist es das, was wir wiederholt haben, wo sie gesagt hat, an den kann ich mich erinnern? Das ist ein Ladebildschirm. Ist weg. Danke.
Mann, das ist ewige Zeiten her am Bahnhof, im Fundbüro. Nummer 1. Ah, wir sind so cool. Also damals, jetzt sind wir immer noch ganz cool, aber ja. いくら謎を解いても全て握りつぶされてしまうらしい。だからこそ何にも握りつぶされずに君の力が必要なんだ。deswegen。頼られるのは嫌いじゃないよ。でも俺様ちゃんって可愛い割に死神なんだ。契約するにはそれなりの代償が必要だよ。分かっているさ。 Nummer 1, ganz schön kalt. Und ich die ganze Zeit so, ah, Schnauze! Und dann stellt sich raus, dass wir selber das gesagt haben. Ich finde schön, dass wir den Arsch von unserem guten Mann voll im Bild haben. Hier. Sehr schön. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber er ist so jung. Also zumindest schaut er so jung aus. Dass der die Nummer 1 ist. So ein Baby. Ich meine, wie alt ist er denn? Also, wir haben uns einfach selber zitiert. Geil! Oder wäre ich auch richtig fertig? Da würde ich mir selbst die Schuld geben, glaube ich. Ich muss die Dinge mit mir selber regeln. Mann, sind wir tapfer. Wow. Ich verbeuge mich vor Ehrfurcht. ご主人様の強い意志の証明なんだよ。何が正しくて何が間違っているかなんて、それぞれの立場や見方によって変わる。いや、いや、確かに。無数に答えがある不確かなもの。 Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. それを放棄しちゃったら探偵の意味なんて今までやってきたことの意味なんて全部なくなっちゃうよ。ねえ、ご主人様は一人じゃないでしょ。一人で無理なら頼ってよ。いつもみたいに俺様ちゃんに甘えてよ。俺様ちゃんとご主人様は 最高とは言えなくても、まあまあのパートナーだったじゃん。それなのに、一人で勝手に諦めないでよ。真実を明らかにして、みんなを幸せにするまでが完璧な解決か。僕は以前の僕とは違う。完璧な解決なんて 今の僕なんかにできっこない。だけど。Ja! Huch! Wir sind wieder da, hallo!
Okay, was auch immer dich voranbringt. Wie gesagt, ich will nur dem Typen die Kehle aufschlitzen. Hi, ich komme auch mal dazu. Ich denke nicht viel. Ich mache einfach. Nur original ist legal. Ich weiß nicht, ob ich jeden glücklich machen kann, aber ich bin mir sicher, dass ich eine Menge Menschen helfen kann. Ja. Okay. Jeez, hat er aber ganz schön geschrien jetzt am Schluss.